Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Alternate mit dem Alternate We Love Gaming PC New Year 2023 Edition für 1049 Euro, runtergesetzt von 1249 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, wundert euch nicht, dass ich wieder in dem alten Setup sitze. Ich muss hier nämlich noch an meinem Hauptsystem ein bisschen rumschrauben, weil ich da ein Review mache für eine Wasserkühlung, die ich mir auch gerne selber einbauen würde. Und deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Deswegen sitze ich jetzt nochmal so hier, wird aber in Zukunft wieder in diesem Nachrichtensprecherformat sein. Den meisten hat das wohl gefallen und deswegen werde ich das in Zukunft dann wieder anders machen. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Da sieht man jetzt noch nicht so viel. Es gibt aber auch noch Bilder, wo man halt genau die Komponenten sieht. Und hier ist auch noch so ein Schriftzug drauf, dieses Wheel of Gaming auf der Glasscheibe. Das könnte man extra berechnen, beziehungsweise sollte man vielleicht auch. Das müssen wir auch hinterher noch berücksichtigen. Ich habe dafür jetzt allerdings keinen Preispunkt. Die machen ja mehrere von diesen Systemen. Das ist ja jetzt keine großartige Einzelanfertigung. Aber wir müssen dafür vielleicht irgendwie, keine Ahnung, noch 50 Euro rechnen oder so, dass wir das hinterher noch draufschlagen. Wenn wir uns die Seitenansicht anschauen, dann ist das auch nicht großartig fake. Hier der RAM stimmt, der CPU-Kühler stimmt, das Mainboard stimmt auch, die Grafikkarte könnte die Ghost sein. Ja, das passt auch. Also das wird schon irgendwo passen. Kommen wir auch direkt zu den Details. Als Gehäuse bekommen wir einen Sharkoon SK3 RGB. Das bringt auch schon einen Frontlüfter mit und einen Hecklüfter. Der Hecklüfter ist dazu noch RGB beleuchtet. Und Airflow-technisch würde ich jetzt mal so sagen, ich hatte es noch nicht in der Hand, aber Airflow-technisch ist es nicht das beste Gehäuse. Das hat zwar hier vorne so ganz, ganz kleine Luftschlitze. Ich habe mir dazu auch das Video eben nochmal von Sharkoon angeschaut. Für die Hardware, die da drin ist, reicht es noch. Solltet ihr auf die Idee kommen, das Gehäuse irgendwie, was weiß ich, eine 4070 Ti und ein 13700K oder so einzubauen, dann könnte das schon sehr muckelig werden in der Bude. Für das System reicht das allerdings völlig aus, das ist auch okay so. Und das kostet 52,90 € bei SK Computer Alsdorf. Der Prozessor ist ein Intel Core i5 12400F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, hat eine TDP von 65 Watt, kann sich allerdings im Turbo auch 117 Watt genehmigen. Da kommen wir gleich noch zu wegen dem Kühler, der hier verbaut ist. Und der unterstützt offiziell DDR5 4800 MTS oder DDR4 3200 MTS. Könnt ihr auch alles wieder schneller betreiben, kennt ihr schon. Unter DDR4 3600 zum Beispiel oder unter DDR5 gerne auch 5600 oder 6000 MTS. Das hier ist auch die Boxed-Variante, wie ich eben schon sagte. Und da ist halt dieser Standard-Intel-Kühler mit dabei. Der ist jetzt nicht so schlecht. Für einen 12.4er reicht der auch noch, aber er könnte ein bisschen lauter werden, das muss ich dazu sagen. Gerade in diesem Gehäuse, wenn der Airflow eh nicht so pralle ist. Ansonsten ist der Prozessor auf jeden Fall zum Zocken super geeignet, ist natürlich schon ein bisschen älter. Es gibt jetzt auch schon die 13.000er Generation, zum Beispiel den 13.400F, der nochmal deutlich leistungsstärker ist. Aber wir bewegen uns hier halt in einem Preisbereich, wo das noch okay ist, wenn man es irgendwie reinpackt. Ja, von mir aus. Wenn ihr jetzt mit der Kiste streamen wollt, dann gebe ich euch den Tipp, nehmt den NVENC Encoder von Nvidia, beziehungsweise nehmt vielleicht sogar einen stärkeren Prozessor, dass ihr dann über den Prozessor rendern könnt, weil meiner Erfahrung nach das Bild dann immer noch ein bisschen besser ist gegenüber dem NVENC Encoder von Nvidia. Und der kostet 164,89 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher ist Kingston Fury Beast, gesamt 16 GB, davon 16 GB eingebaut, das ist klar. 4 Speicherbänke davon belegt, 2 Speicherbänke, das heißt, wir haben hier auch schon mal Dual Channel, das ist okay. 3200 MTS. Das ist jetzt in dem Fall auch der ohne RGB. Mit RGB gibt es den nämlich auch, das muss man dann so ein bisschen beachten. 16 GB in der Preisklasse völlig in Ordnung. 3200 MTS. Ja, damit unterstreichen sie halt die Anforderungen von Intel. 3,6er hätte mir besser gefallen, aber so ist es jetzt halt. Ansonsten kann ich auch nicht großartig meckern. Der passt da gut rein, ist auch qualitativ in Ordnung, haben wir schon öfters auch selber verbaut. Ist okay. Und der kostet 40,34 € bei Voelkner.de. Datenspeicher, Anzahl 1, das ist klar, 500 GB und zwar haben wir hier eine Kingston NV2. Die wird gerne von Systemintegratoren genommen, weil sie sehr wahrscheinlich auch günstig drankommen. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. In dem Preisbereich ist das auch noch okay, 500 GB finde ich trotzdem ein bisschen wenig. Ein Terabyte hätte da ruhig reinwandern können. Es gibt natürlich auch qualitativ
deutlich bessere SSDs. Aber den normalen Gamer juckt es halt nicht. Also das ist wirklich so. Es gibt auch welche, die haben 7000 MB die Sekunde. Dann habt ihr noch diese Unterschiede zwischen TLC und QLC-Speicher. Aber wenn ich auf das alles jetzt eingehen würde, wird das Video auch zu lang. Ich will einfach nur sagen, für den normalen Zocker ist es okay, aber 500 GB ist halt ein bisschen wenig. Und die kostet 31,40 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Gainward GeForce RTX 3060 Ghost. Die hatten wir tatsächlich auch schon selber im Haushalt, eine Zeit lang. Aber für Full-HD-Gaming und auch teilweise WQHD-Gaming, je nach Spiel, ist die auf jeden Fall geeignet. FPS jetzt dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In dem Preisbereich findet man ganz oft Systeme, die noch eine 3060 haben und die ist auch nicht sonderlich schlecht, das passt schon. Und die kostet 349 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Gigabyte B660 DS3 HDDR4. Der B660-Chipsatz reicht natürlich aus für diesen Prozessor, den kann man sowieso nicht übertakten. Es gibt natürlich auch schon B67, das ist dann eher so für die 13.000er-Generation. Ihr könntet aber auch ein B67 Mainboard nehmen und da einen 12er draufschmeißen, das geht alles. Was mir hier nicht so ganz passt, also es ist zumindest schon mal schön, dass sie ein Full ATX genommen haben, ja. Aber was mir hier nicht passt, wir haben hier oben keine gekühlten Spannungswandler, es ist allgemein ausstattungsmäßig nicht das beste Board, es ist wirklich so ein Einsteiger-Ding. Immerhin haben wir 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, den Slot könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Hier kann man 2 SSDs noch verbauen und dann habt ihr noch 3 Erweiterungsslots für eine Capture-Karte oder eine WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne so da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Anschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, einmal USB 3.1, USB Typ C ist auch mit am Start und die Onboard-Grafik werdet ihr sowieso nicht benutzen, weil ihr ja auch eine Grafikkarte in diesem System habt. Bitte schließt euer System an den Monitor an über den Grafikkartenanschluss und nicht über das Mainboard. Passiert ganz häufig, haben wir auch ganz oft die Frage auf dem Discord. Ist jetzt nicht das beste Board, ich hätte mir ein Gaming X gewünscht. Passt halt gut rein, kostet glaube ich 20 Euro mehr. Da habt ihr auch wenigstens gekühlte Spannungswandler, noch ein paar mehr Anschlüsse, was auch RGB und so angeht. Und das kostet 121,92 Euro bei Mindfactory. Optische Laufwerke haben wir in dem Fall nicht, das ist dann zum Beispiel ein CD-Brenner oder ein DVD-Brenner, Blu-ray, irgendwas ähnliches. Die Anschlüsse Audio sind auf dem Mainboard, der Chipsatz, das ist auch klar von dem Mainboard-Chip hier, der hier drauf ist, der Audio-Chip. LAN ist auch klar, ist auch dem Mainboard geschuldet. Als Netzteil bekommen wir ein Shakun WPM Gold Zero 650 Watt. Das hat 2 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und teilmodular. Das mit dem Teilmodular, sage ich immer wieder, ist ganz nett. Dann werden die Kabel, die nicht benötigt werden, einfach rausgelassen aus dem Gehäuse. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz für die anderen Kabel, für Kabelmanagement. Die bekommt ihr dann meistens nochmal extra mitgeliefert. 650 Watt für ein 12400F und eine 3060, ganz easy, könnt ihr hinterher sogar noch ein bisschen aufrüsten, zum Beispiel auch eine 3080 reinschmeißen, das würde tatsächlich auch noch gehen. 2 Jahre Herstellergarantie, das ist schon ziemlich wenig, also wenn man sich so ein Seasonic-Netzteil oder BeQuiet anguckt, die haben 3 oder 5 oder sogar 10 Jahre teilweise, je nachdem was man da nimmt. 80 plus Gold ist ganz nett, ist dann auf jeden Fall effizient, ist kein Bronze-Netzteil oder so, das geht dann schon. Und das kostet 72,59 € bei A30NL über den Amazon Marketplace, beziehungsweise CSV Direkt hat das für 2 Euro mehr. Beleuchtung, Lüfter, RGB, damit ist sehr wahrscheinlich der Lüfter gemeint, der hinten im Gehäuse drin ist, der wird ja auch schon von Shakun mitgeliefert, der ist RGB beleuchtet. Und Betriebssystem, Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Es müsste hier in dem Fall nicht mal mehr Windows 11 sein, weil der Prozessor keine Performance und Efficiency Cores hat, aber ist halt das aktuellste Betriebssystem. Natürlich könnten sie Windows 10 drauf machen und wer dann irgendwann sagt, ich will jetzt Windows 11 haben, der könnte dann kostenlos upgraden, hier ist es halt direkt mit drauf. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Jetzt haben wir noch diesen Hinweis hier mit Gravur. Das ist auf diesem seitlichen Bild einfach diese We Love Gaming Gravur. Ich weiß nicht, was man da preislich für ansetzen kann. Sollen wir mal einen Fuffi einfach so reinschmeißen bei Geizhals? Können wir gerne draufrechnen. Könnt ihr auch lassen, dann wisst ihr aber auf jeden Fall Bescheid. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 901,94 Euro. Das System soll kosten 1049 Euro. Sagen wir es mal so, wenn das jetzt 1249 gekostet hätte, wäre es definitiv zu teuer gewesen. Das hättet ihr, glaube ich, auch alle unterschrieben. Für den Preis geht's. Das Ding ist, es gibt eine Alternative, die in meinen Augen besser ist. Die habe ich eben selber mal nachkonfiguriert. Die können wir uns jetzt eben nochmal anschauen. Rein preislich und wie gesagt auch was drin verbaut ist. Da sind jetzt keine groben Schnitzer drin. Das mit dem CPU-Kühler ist ein bisschen schade. Und das mit dem Mainboard auch. Aber den könnt ihr euch ganz sorglos kaufen. Ihr werdet da nicht abgezockt und habt auch einigermaßen Leistung.
Ich habe jetzt hier mal was nachkonfiguriert. Wir haben an vielen Stellen auf jeden Fall einen Pluspunkt, hier und da vielleicht auch ein Minus. Unter anderem ist hier kein Windows mit dabei, das müssen wir ganz klar sagen. Dadurch haben wir natürlich im Endeffekt wieder was gespart. Bei dem PC-Gehäuse habe ich ein Enderfy Ventum 200R genommen. Das ist gegenüber dem anderen Gehäuse auch 8 Euro teurer über Geizhals. Es hat eine Mesh-Front, kommt qualitativ wahrscheinlich circa gleich. Der Prozessor ist der gleiche. Beim CPU-Kühler haben wir nicht den Boxkühler, sondern schon einen LCCC120. Der ist auf jeden Fall leiser als der Boxkühler von Intel, der mitgeliefert wird. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, das Mainboard ist ein Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Das ist auf jeden Fall schon mal besser ausgestattet, was die Spannungswandlerkühler angeht und hat schon den aktuelleren Chipsatz. Das heißt, ihr könnt da später auch die 13.000er Variante drauf verwenden. Ihr könnt natürlich auch bei dem B660 ein BIOS-Update machen und dann später auch die 13.000er draufschmeißen. Das funktioniert. Aber ihr seht hier schon am Bild, das ist auf jeden Fall auch besser ausgestattet, auch von den Anschlüssen her. Das könnt ihr euch dann später bei Geizhals nochmal angucken. Ich verlinke das alles unten in der Videobeschreibung. Bei dem Arbeitsspeicher haben wir auch 16 GB, allerdings 3600 MTS Fury Beast CL17. Der ist auf jeden Fall schneller als der 3200er. Die SSD ist in dem Fall die gleiche. Bei der Grafikkarte haben wir ja auch eine 3060 12 GB. Ich habe einfach die gleiche Grafikkarte mit übernommen, weil kann ja sein, dass die reinwandert. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wenn ihr euch allerdings irgendwie festsetzen wollt, dann habt ihr hier halt für 14,90 Euro Aufpreis, könnt ihr sagen, Inno3D oder KFA2. Tun sich nicht viel mit der Gainward. Bei dem Netzteil habe ich allerdings schon ein 700 Watt genommen, anstatt ein 650 im Be Quiet Pure Power 11. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Hier haben wir nämlich 5 Jahre Garantie, auch Gold-Zertifizierung, allerdings festes Kabelmanagement. Also ihr habt ein paar Pluspunkte und eben ein paar Abstriche. Die Pluspunkte sind die Garantielaufzeit und eben 50 Watt mehr, was man jetzt nicht braucht bei dem System, aber fürs Aufrüsten später ist es auf jeden Fall schön. Dafür hat es aber kein modulares Kabelmanagement. Und hier bei dem Betriebssystem habe ich auch Windows 11 Home 64-Bit genommen, allerdings ohne Lizenz-Key. Das heißt, ihr müsstet effektiv noch ca. ich glaube 20 Euro kostet es aktuell bei meinem Partner oben drauf rechnen. Dann kommt ihr hier auf 1073,70 Euro. Dazu habe ich auch eine Liste gemacht, habe Windows allerdings komplett weggelassen. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 914,09 Euro. Und bei Dubaro, wenn wir jetzt noch den Key drauf rechnen, 1073 Euro. Aber besseres Board, in meinen Augen besseres Gehäuse, besserer RAM und ein besseres Netzteil. Würde ich mir überlegen. Ich packe euch das mit so einer Config-ID einfach unten in die Videobeschreibung. Auch die beiden Geizhalslisten könnt ihr dann vergleichen. Aber kommen wir nochmal zu dem Grundsystem. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man machen. Das ist, wie gesagt, die Nummer mit dem CPU-Kühler und das Mainboard. Mir so ein bisschen Dorn im Auge, aber der Rest ist okay. Gut, das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.